So, hallo Leute und willkommen zurück bei Harry Potter. Ja, frag mich nicht, was das sollte. Hier liegt ein Charakter rum. Den nehme ich gerne mit. Ravenclaw-Junge freigeschaltet. Ja, das ist doch eine schöne Nachricht. Was können wir mit der Blume machen? Dankeschön. Lalalalala. Also, das Spiel ist wirklich extrem stimmig, muss man sagen. Oh, was willst du denn? Holy shit. Wo kommt das denn her? Oh, wir können jetzt rumfliegen. Ist das cool? Okay. Fliegen ist schwerer als ich dachte. Oh yeah, oh yeah. Oh, und am Ende noch ordentlich gefailt. Hey, ich komme gar nicht so hoch. Ah, okay, ich bin nur schief geflogen, alles klar. Ich möchte gerne hier hin. Nee, nee, nee. Ich möchte gerne hier drauf. Nicht möglich. Okay. Mehr gibt's hier nicht zu tun, oder? Dann würde ich sagen, verkrümeln wir uns mal wieder. Hier von unserem guten Quidditch-Feld. Padma Patil. Ist das nicht so eine Inderin, die mit Ron irgendwie im vierten Teil was da anstellen? So perverse Geschichten. Ja, die Inder. So kennen wir sie doch. Naja, okay. Wir folgen mal unserem guten Geist. Zurück auf die Ländereien von Hogwarts. Ja. Boah, ist das Spiel genial, Leute. Ihr könnt mit dem Wichtel noch nichts machen. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, was willst du, ey? Dreckiges Slytherin. Naja, ich führe es nicht weiter aus. Es könnten Kinder zusehen. Und wofür ist das hier? Nicht Ron. Ron kann doch gar nichts. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ah, okay. Haben wir noch mehr von diesen Karotten? La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. Ah, okay, hier haben wir erstmal noch eine Möhre. Nummer 1 und Nummer 2 ist, dass wir hier unser Lumos benutzen können. Bin ich gerade total dumm oder was? La 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 la. So, hier haben wir noch eine Menge Münzen, die wir mitnehmen. Ja, wer in Hogwarts alles vernichtet, wird ordentlich belohnt. So, aber was hat das hier mit dem Kürbis auf sich? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich denke mal, das wird dann später nochmal interessant werden. Okay, der goldene Kessel ist für den Vielsafttrank. Das ist auch gut zu wissen. Weg mit dir, Ranke. Sehr schön. Ey! Wollte gerade schon anfangen, hier rumzumeckern. Warum ist hier jetzt der Maulwurf? Ah, okay. Warum ist hier jetzt wieder eine Ranke? Weiche Ranke. Okay. Was auch immer, Leute. Wir verschwinden mal von hier. Ist mir gerade alles ein bisschen zu hoch. Da.
Ah ja. Nein! Ja, das sollte nicht passieren. Was soll ich machen? Ah, okay. Ah, wir flicken die Brücke zusammen. Sehr schön. Ja, applaudier mir mal mit deinen Plastikhänden. La, la. Okay. Ja. Boah, übertreib's mal nicht mit der Schmückung, McGonagall. Okay, Weihnachten ist angesagt. Da hat man doch prompt unsere Gesichter draufgeklebt. Und wir haben keine Haare mehr. Das ist nicht euer Ernst, oder? Okay. Ja, Weihnachten. Das freut unseren Harry, aber wir müssen also zur fetten Dame. Okay. Wollen wir mal sehen, was wir zu Weihnachten bekommen haben? Okay, was wird das denn bitte? Okay, sie kann nicht singen. Ist das Dumbledore? Hallo, ich bin's Harry. Toll. Bist du Dumbledore? Wenn das Dumbledore ist, dann ist der verdammt pädophil und späht uns aus. Das gefällt mir gerade gar nicht. Aber okay, was soll man machen? Weihnachten! Ron mit seinem Schlafanzug und Harry mit seinem Schlafanzug. Ja, ein alter Umhang und zack. Der Unsichtbarkeitsumhang. Naja, was sage ich da? Der Tarnumhang, um es richtig zu formulieren. Ja, unnötig, Harry. Filch und Dumbledore. Hey, man sieht doch sein Gesicht. Wollte mich irgendwie jetzt verarschen? Ja, und Ron schleicht. Die verbotene Abteilung in der Bücherei. Ja, gerade ein bisschen zusammenhangslos werden wir hier reingeworfen, aber okay. Unsichtbar-Umhang. Man hat auch Tarnumhang freigeschaltet. Lala. Lala. K gedrückt halten. So geht das nicht. Doch. Wollte ich gerade sagen. Okay, mit J machen wir's. Sind wir dann so lahm? Ey, verschwindest du wohl? So. Auf jeden Fall auch cool gemacht, wie ich finde. Ich meine, die Umsetzung von sowas in Lego ist schwerer, als man vielleicht denkt. Da ist ein kopfloser Reiter, das ist auch mal schön. Brauchen wir den Umhang überhaupt schon? Ich glaube nicht, oder? Aua, böses Buch. Wurden wir gerade getötet? Hallo. Tatsache. Alter. Wow. Hilfe. Die Bücher sind böse. Okay. Ah. Nein. Oh, du böses Buch. Aua. Okay. Naja.
Ja, die Coins nehmen wir mal mit. Wir haben gerade wieder ordentlich Coins verloren. Wegen dem bösen Buch da hinten. Ey. Irgendwas hat das hier doch... Ah, ich sehe es schon. Ey, verschwinde Buch. Ach du Schande, ey. Was muss man tun? Ich bin verwirrt. Hier, das Buch sieht auch so aus, als könnte man das anzaubern, aber... Nix da. Wow! Holy shit. Wow, holy shit. Ja, dann rastet das immer aus. Was ich mich gerade frage, können wir vielleicht mit dem Tarnumhang dahin gehen? La 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 la. Zieh das Ding an, Harry, ey. La 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 la. Okay. Das kann nur Hermine benutzen. Moment, wir müssen auf jeden Fall da oben hin. Und dafür müssen wir hinten über die Statue gehen. So viel ist schon mal klar. Was können wir denn mit Krätze machen? Komm, fress! Ja. Ron wird genauso getötet wie Harry. Okay, hänge ich hier jetzt wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen, Leute. Das schaffen wir irgendwie. Nein, das wollte ich doch gar nicht machen. Och, ihr seid doch so behindert. Ey, das gibt es doch nicht. So, sehen wir es mal ganz logisch, Leute. Hier haben wir auch schon so ein bekacktes Buch. Ja, schön, dass hier Figuren sind, aber... Es hilft mir auch nicht so wirklich weiter. Ah, okay, das sieht schon mal interessant aus. Okay. Ah, okay, Ron, mach nochmal. Alles klar. Okay. Eine Eiswand macht natürlich Sinn. Bei Raumtemperatur. Ja, komm her. Hä? Holy shit! Okay. Ah, okay, hier haben wir das Eis gefunden. Alles klar. Rein damit. Ja, das Buch ist immer noch da.
Das Buch ist auch noch da. Na gut, wir haben schon mal minimal einen Fortschritt gemacht. Ich will nochmal hoch. Ron, danke. Ach, falsche Taste. Danke, Ron. Alles klar. Alles klar, wir sind aber auch nicht sonderlich weiter. Obwohl, was ich mich gerade frage, wo ist denn das Vieh hingeflogen? Das war doch bestimmt nicht so sinnlos, oder? Kann doch nicht wahr sein. Ron, mach mich nochmal hoch, bitte. Dankeschön. Ach, Ron, du bist so behindert. Ich meine Harry. Wenn ich als Ron nicht behindert wäre, aber... Das war jetzt ganz klar Harrys Schuld. Haben wir hier vielleicht noch was? Nein. Mit dem Bild können wir auch nicht mehr interagieren. Tarnumhang hilft uns auch nicht weiter. Lumos auch nicht. Noch Mann, ey. Komm schon. Der Tarnumhang muss ja irgendeinen Sinn erfüllen. Da sind wir uns ja, denke ich mal, einig. Aber was soll ich hier denn bitte machen? Oder? Ja, logisch. Logisch. Nein, ihr seid doch so behindert. Harry, weh, du gehst runter. Glück gehabt. Glück gehabt, Harry. Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Mann, oh Mann, ich habe mich wieder extrem blöde angestellt. Vom Spiel eigentlich ganz klar gezeigt, aber ich habe es mal wieder nicht hinbekommen. So, fehlt nur noch die Spinne. Ron, mach mich mal hoch. Danke. Da fällt mir jetzt so spontan hier um das Spinnennetz ein. Aber das ist keine Spinne. Doch, da war noch eine Spinne. Hallo. Nee. Das ist nicht das Rätsels Lösung. Wir nehmen mal den Tarnumhang. Mrs. Norris, verschwinde hier. Blöde Katze. Geh nochmal hier hinten drauf. Ach, komm schon. So. Weg mit dem Tarnumhang. Suche mal weiter nach einer Spinne. Ah. So also. Okay, sehr schön. War ja kein großes Problem. Oh, ach so. Ich dachte schon, die Sprengung würde uns jetzt umhauen. Okay, dann geht's weiter. Boah, ey. Das Spiel wird echt knifflig langsam. Okay, was haben wir hier? So, ich denke mal, Harry darf natürlich nicht gesehen werden. Ja, da kam Filch schon angelaufen. Ah, okay. Du hast mich nie gesehen.
Okay. Nein. Okay, wir wechseln zu Ron. Okay, wir sind wieder frei. Okay. Ob das wohl ein Bug ist, frage ich mich gerade. Ah. Hat das irgendwas gebracht? Nicht wirklich, ne? Nee, nee, hat nichts gebracht. Oh. Wechseln zu Harry. Nein, Harry, bist du so dumm? Nimm doch bitte den blöden Gegenstand auf, oder ist das so schwierig? Bin ich gerade ein bisschen blöd, oder? Ach so, man muss auf Wingardium Leviosa. Ja, logisch. So schwierig, Harry. Meine Herren. Was willst du, Mrs. Norris, ne? Da ist Ron wieder, das heißt, unser guter Filch ist wieder auf freiem Fuß. Naja, sonst die Störung, der ist ja nicht so beeindruckend. Was haben wir denn hier? Ah ne, das können ja nur Trolle benutzen, ich erinnere mich. Alles klar, das heißt, wir gehen weiter. Okay, hier kommt die Ratte rein. Wir können wieder ordentlich ausrasten. Das ist auch wieder nur für Trolle gemacht. So. Für Gnome oder was auch immer. Wir brauchen, genau, wir brauchen unsere schöne Ratte Krätze. Und rein da in das Rohr. Ja, und jetzt? Ah, okay. Ich verstehe schon. Sehr schön. Okay, das hat ja ganz gut funktioniert. Oh, der Spiegel. Eins von drei Spinnen getötet. Zwei von drei Spinnen getötet. Jetzt getötet. Wir Mörder, ey. Und drei von drei Spinnen getötet. Dafür kriegen wir erstmal ein Slytherin-Symbol, weil wir so böse sind. War immer wieder klar, was ist das hier denn? Nee, okay, wir gehen erstmal zum Spiegel. Okay, da können wir nichts machen, dann machen wir hier die Ranken weg. Ah, okay. Ah, alles klar. Und da haben wir den Spiegel freigelegt. Sehr schön. Ja, ist klar. Toll, und Ron sieht nur und Harry sieht nur seine Eltern. Na super. Ey, da war Ron gar nicht mehr dabei. Und er gibt ihm nicht mal eine moralische Lehre, dass sie nicht rumlaufen dürfen oder sowas. Naja, Harry lebt halt schon ein tolles Leben. Der Stein der Weisen, Leute, ihr habt's gesehen. Level abgeschlossen, sehr schön. Ein Hauswappen haben wir gesammelt. Wahrer Zauberer, nicht so viel, denke ich mal. Nee, kam mir auch so vor. Gut, das war es erstmal ein bisschen kniffliger. Ah, ich habe mich auch ein bisschen dumm angestellt. Naja. War ja trotzdem ganz in Ordnung. Dann würde ich sagen, Leute, mal wieder nach einem Level sage ich danke fürs Zuschauen. Schalte beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es weitergeht hier mit Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Ich bedanke mich bei euch fürs Abonnieren, Favorisieren oder Gefällt mir klicken. Natürlich auch fürs Kommentieren. Und ich würde mich gerne sehr darüber freuen, wenn ihr demnächst wieder zuschauen würdet. Ansonsten sage ich vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Mal.